Ein Festival, das in seiner Art einzigartig ist. Wien Modern zieht seit 1988 Kenner und Kunstinteressierte in Konzerte der zeitgenössischen Kunst. Auch dieses Jahr wird 120 Mal der Takt angegeben. Wien Modern ist der einzigartige Fall, dass ein Festival für nichts als zeitgenössische Musik 5 Wochen dauert und zigtausend Menschen erreicht. Es ist ein wirkliches Publikumsfestival für neue Musik. Also für einen Kunstbereich, wo man gern im Klischee so glaubt, ui, das ist kompliziert, das ist nichts für mich und so. Wien Modern beweist immer das Gegenteil. Also das heißt, wir versuchen auch wirklich die Breite zu zeigen, den Spaßfaktor zu betonen. Eröffnet wird im Wiener Konzerthaus mit Stücken von Ioannis Xenakis, John Luther Adams und Nina Schenk. Flux, bei dem Namen Flux weiß man noch nicht, was man da erwarten sollte, aber ich könnte sofort schon sagen, das ist ein Triple-Konzert. Also könnte man erwarten, da gibt es 3 Musiker, die wirklich virtuos spielen und wirklich 3-mal Konzert spielen. Und dazu gibt es noch Musiker entweder auf der Bühne oder auch im Raum, die diese Solisten unterstützen und die eigentlich dazu dabei sind, den Raum zu vergrößern, die Musik, einfach, dass die Musik auch ins Sporen geht, so mitten im Saal. Und ich denke, es wird eine wunderbare musikalische Erfahrung. Alle 3 Stücke sollen einzeln auf das Publikum wirken. Also ich glaube, das Stück von Schenk ist sehr, sehr filigran, sehr kleinteilig, so ein bisschen jazzig und so. Hat eine sehr angenehme Atmosphäre, finde ich. Der Xenakis ist quasi, da sitzt man ja mittendrin im Orchester, das ist overwhelming. Ja. Und das Stück von Adams, wenn man da in den Flow kommt, das hat sowas, also wie ich das sagen soll, ist wie so eine Halluzination, der man da unterliegt, eine klangliche. Nicht nur die Stücke selbst weichen da vom Standard ab. Im Eröffnungskonzert wird die Wand zwischen Orchester und Publikum gebrochen. Nach Flux, dem Triple-Konzert von Horn, Akkordeon, Trompete und Streichorchester von Nina Schenk, verteilen sich die Musikerinnen und Musiker im Saal. Im Konzertsaal kann das Publikum auf Pappkartonhockern Platz nehmen und die Akustik auf sich wirken lassen. Es kommt eben von allen Seiten Klang, ja. Und das finde ich einfach toll und das ist, glaube ich, auch der innere Faden von dem Programm. Und das hat man ja nicht so oft. Normalerweise hört man Musik nur von vorne, da wo man guckt. Und hier sitzt man sozusagen 360 Grad mittendrin, das ist eine tolle Erfahrung. In Summe gibt es bis zum 30. November 57 Komponistinnen und 77 Komponisten zu erleben. Stücke bestechen alle durch eine sehr räumliche Wirkung. Also je nachdem, wo man als zu sehr Platz nimmt, wogen die Klangmassen und Wellen um einen herum. Also gerade bei einem Stück geht es auch um das Meer, also wo wirklich Wellen zu hören und zu spüren sein sollen. Und dadurch, also die räumliche Komponente von einem wirklich großen Orchester ist schon was ganz Besonderes. Also man füllt einen Saal aus mit sehr variablen Klängen und je nachdem, wo man sitzt, hat man eine eigene Zusammensetzung quasi. Kein Platz ist wie der andere, sowohl für die Spieler als auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch die Proben bergen die ein oder andere Überraschung. Wir sind gerade vor der ersten Probe in diesem Raum. Also jetzt wird es einfach spannend, um zu sehen, wie es das hier klingt. Aber wie ich jetzt schon ein bisschen gehört habe, es wird wunderbar, besonders weil es gibt auch Stellen, wo Solisten nicht auf der Bühne sind und sie verstecken sich im Raum. Und die Akustik von diesem Raum ist ja wunderbar. Und eigentlich freue ich mich schon und habe keine Angst, die Musiker werden dann super machen. Dafür sorgt nicht nur die harte Arbeit der Beteiligten, sondern auch die geteilte Leidenschaft zur Musik. Ich kann mir kein Leben ohne Musik vorstellen, sowohl hören als auch spielen.